irren Martina und Wettermüller umher und suchen verzweifelt die Klasse der 10-jährigen Eileen Georg. Der Wettermüller ist so schlecht gelaunt, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich habe gerade schon gesagt, wir sollen nach Hause fahren. Er hat einen Hitzeflash, glaube ich. Der meckert nur. Jetzt müssen wir das auch noch suchen. Das finden wir nie. Kannst du mal ein bisschen schneller machen? Hallo, Schatz. Alles gut? Ja. Was denn? Ende 30 Grad, da kommt mein Schwitzer. Ich habe übrigens England-T-Shirt angezogen. Jawohl, wir haben die Engländer besiegt mit 4:1. Jawohl, das ist die Rache. Wenn was denn? Das bringt, wir ja. Müssen jetzt. Nee, ja. Rechts hat sie doch gesagt. Hat sie gesagt? Doch, Straten, doch wieder. Tja, die beiden suchen und suchen und suchen. Ja, wo ist es denn? Der Meister hat doch gesagt, doch geradeaus durch. Du hast gesagt, rechts rum. Die Frau da unten hat das gesagt. Treppe hoch und dann immer rechts. Immer geradeaus hat die gesagt und nicht rechts. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Du bist so blöd. Gut, ihr müsst nicht weinen, wir haben euer Eis dabei. Nach gefühlten 3 Stunden entdeckte der Frühstücksclub die glückliche Gewinnerin und einen Teil ihrer Klasse. Doch warum seid ihr eigentlich hier und nicht in der Schule? Wir verabschieden unseren Rektor, der geht heute in Rente. Und was müsst ihr hier machen? Wir treten auf, also wir singen und wir spielen Theater. Können wir eine Kostprobe haben vom Singen? Ja. Dann machten Wettermüller und Martina noch einen Abstecher beim Standesamt. Wie romantisch. Wir heißen aber mit Nachnamen jetzt Wettermüller. Du darfst mich jetzt küssen. Nein. Auf den Mund. Jetzt ist vorbei. Versuche ich mal hübscher wie. Na. Der restliche Teil der Klasse 5b war noch an der Robert-Bosch-Schule. Auch diese Jungs und Mädels sollten ihr Eis bekommen. Der nächste Halt war in der Grundschule der Gemeinde Auersmacher bei Kleinblittersdorf. Dort gewann Jan Zimmerling aus der Klasse 3.1 Eis für sich und seine Klassenkameraden. Genau. Da sieht man, wie der Yogi alt ist. Guck mal so. 2006, 4 Jahre. Die Frisur sitzt. Wollt ihr Eis haben? Ja! Ist aber kein, sondern die... Jan Zimmerling, der Schüler der Stunde. Heute Morgen hat mein Bruder als erstes angerufen, der hatte die Idee, aber er hat kein Eis bekommen, leider. Und ich habe ein paar Minuten später angerufen und ich habe mich dann gefreut, dass ich eben da heute unsere Klasse Eis bekommt. Und was haben dann deine Mitschüler gesagt? Die haben sich gefreut, oder? Ja!